So, Leute, willkommen zurück zu Dead Space 2. Oh yeah, im letzten Part haben wir dieses Rätsel hier nach kleinen Anfangsschwierigkeiten doch noch lösen können. Und jetzt haben wir die Schwerkraft deaktiviert und wir fliegen über diese blasenartigen Partikel im Raum rum. Schauen wir nochmal, Stasis auf jeden Fall voll aufgeladen. Ah, guck mal, wir sehen auch gerade, Isaac tut sich ein bisschen schwer, hier rumzulaufen. Das heißt, wir können doch rein theoretisch jetzt einfach nach oben fliegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Vor allem, ich glaube, der Fahrstuhl geht sowieso nicht mehr, ne? Aber ich würde ganz gerne... Oh, ne, natürlich geht der nicht mehr. Ich habe so das Gefühl... wie ging das jetzt nochmal? Also ich muss auf jeden Fall das da oben erstmal entstatisieren und dann wieder gucken, wie ich... Ja, genau das. Ich habe vergessen, wie ich... wie ich abheben kann. Moment, heben wir das... Machen wir das nochmal. Ich versuche es erstmal so irgendwie. Ah, so ging das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt aber. Aha. Alles gut. Einfach mit dem linken Stick reindrücken. Und schon hebt man ab. Wie im echten Leben. Fast. Oh, Schwerkraft ist offline. Was ist da in der Mitte gerade? Ach, die stopfen da die Särge rein, ne? Und die kommen immer schon... Ah, oh, das heißt, wir müssen wahrscheinlich genau in dem Moment, wenn das Ding da aufgeht, da rein. Na gut, aber hey, ich erwarte jetzt einfach mal nicht, dass mich hier irgendwelche Nekros anspringen, während ich hier gerade in der Schwerelosigkeit rumhantiere. Ob ich das auch mit Stase vorher? Ich versuche, mach das mal. So, raus mit dir und rein mit mir. Ah! Gott, das war ganz schön close. Ach, so sieht das hier also aus. So sieht das hier also aus. Keine fliegenden Nekros. Da liegt aber noch was. Wo war das denn da? Über mir. Da. Da, da, da. Ja, damit. Ein Schema. Mittlere Medipacks können wir dann kaufen. Das nehme ich doch gerne an. Ich habe wahrscheinlich schon irgendwelche Schemen, Schema, Ta, Schemen, Schemas, whatever ist, verpasst. Würde mich nicht mal wundern. Ich muss sagen, das hier mit der Schwerelosigkeit ist sehr viel besser als im ersten Teil damals noch. Gefällt mir richtig, richtig gut. Plopp, und alles fällt wieder runter. Isaac, verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Warnänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße. Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Ordnungssignal. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ich hätte vielleicht mit Untertiteln mitlesen sollen. Wahrscheinlich wollte sie uns wieder irgendwas Überlebenswichtiges sagen, was jetzt nicht, natürlich nicht, durchkam. Aber tatsächlich wurden wir nicht angegriffen, während wir da unten hantiert haben. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also bevor wir die Schwerelosigkeit aktiviert haben. Beziehungsweise die Schwerkraft deaktiviert haben. Hier ist ein Shop, cool. Kann man direkt mal die Schemen, die Schema... Was ist der Plural von Schema? Runtergeladen, Schema Ripper, Medipack, hervorragend. Ripper, wo bist du? Da ist der Ripper, Leute. Oh, ich will ihn mir kaufen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, das war so cool immer, das Sägeblatt. Aber das ist so eine Nahkammer. Ich glaube, wisst ihr was? Ich kann einfach nicht ohne den Ripper. Ich muss es machen. Ich tue es einfach so. Auch wenn mir damals schon davon abgeraten wurde. Aber ich liebe das Teil einfach. Boah, 5000 für mittleres Medipack. Hoi, 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 hoi. Ich habe mir gerade gesagt, Schemata oder Schemen. Also genau die Sachen, die ich eben gesagt habe. Schemata klingt richtig gär. Klingt für mich so. Schamanen. Oder einfach Schamanen. So, weg mit der Halbleiter. Jo, sicher auf jeden Fall. Warum fragen die mich immer nochmal sicher? Ich meine, die sind zu nichts anderem gut. Ganz schön wenig Plasma-Energie. Mal wieder, wie immer. Was in meinem Set? Wird? Kauf garantiert mindestens 10 Inventar-Slots. Achso, das ist mein erster Anzug, den ich getragen habe. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Der Standardanzug, natürlich. Warte mal, kann ich das nicht einfach hier drüber nehmen? Das sind wieder 3. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank noch. Schönen Tag noch. Schade, dass er gerade wirklich. Dann hat wirklich einfach schönen Tag noch. So, der Ripper, Leute. Damals habe ich ihn schwer gefeiert. Mal gucken, ob er mir immer noch treu ergeben ist. Was ist denn seine Sekundärwaffe? Habe ich gerade gar nicht mitgelesen.
Drücke, um ein Blatt mit hoher Geschwindigkeit abzufeuern. Achso, quasi, um es nicht vor mich herzuzimmern. Na gut. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Nekromorph, um das zu testen, wollte ich gerade sagen. Und das fängt schon mal gut an. Oh ja, schön, ich sehe nämlich fast nichts. Das Licht aber auch immer. Ach, schon wieder an? Das kommt überraschend. Also das Licht geht dauernd an und aus. Oh, man hört richtig, hört mal, wenn ich das Ding vor mich herhalte. Wie das Sägeblatt da schon rotiert. Ich frage mich tatsächlich, ob das hier wirklich eine. Ob das als Waffe gedacht war. Bestimmt ein Werkzeug eigentlich. Und hier ist eine Werkbank. Ist eine Werkbank und da hinten steht noch was anderes. So, weg mit euch. Weg mit euch. Boah, das klingt ja furchtbar hier. Ich. So. Später, wenn man sie benutzen, kann ich die nochmal ausrüsten. Was haben wir denn da? Ah, nee, da geht's nun weiter, denke ich mal. Jawohl. Na gut, dann erst zur Werkbank. Nach wie vor kann ich alles Mögliche aufbessern. Aber ich mach's mit der Rig zuerst. Stasemodul, was macht das denn alles? Ach, Dauerenergieaufladung. Aha. Ich glaube, das werde ich niemals benutzen. Bam. Das sieht schon echt gut aus. Unsere Rig ist weit entwickelt. Und das ist auch wichtig, weil ich gerne viel aushalten würde. Wir haben ja sonst gesehen, was dann passiert. Richtig RIP, und zwar ganz, ganz schnell. So, es wurde gerade schon gesagt, der Plasma-Cutter sollte eigentlich auch keine Waffe sein. Richtig, der Plasma. Upsala. Nein, jetzt habe ich einen übersprungen. No. Plasma-Cutter sollte eigentlich auch ein Werkzeug sein. Also ich denke mal, sowas wie das Impulsgewehr und die Strahlenkanone, das sollte bestimmt. Also ist bestimmt prädestiniert ja für eine Waffe gewesen zu sein, von Anfang an, aber. Der Cutter, nee. Wurde auch in der Chirurgie benutzt. Immerhin haben wir unseren haben wir ja immerhin von da. Ich sollte mich mal ein bisschen genauer umgucken, wenn ich in diesen Gängen rumfleuche. Na, wobei, vielleicht sollte ich besser nicht tun. Der ist am creepigsten bisher. Creepigsten. Interessantes Wort. Okay. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Auf jeden Fall bin ich mal eingebrochen, aber ich wurde nicht angegriffen. Das habe ich schon vermutet. Muss ich da lang? Ja. Ja, da muss ich lang. Dann gehe ich da natürlich erstmal nicht lang. Wir haben schon voll lange Jack nicht mehr getroffen. Und Schranky, glaube ich, bisher noch gar nicht sogar. Ripper-Klingen. Awesome. Noch was? Plasma-Energie. Und noch mehr Plasma-Energie. Kratz, kratz. Verzeihung. 10.000 Credits, meine Güte, das kann man aber ganz leicht übersehen hier. Das ist ein kompletter Energieknoten, oder? Da liegt ein Leichensack. Ein kompletter Energieknoten, den nimmt man gerne mit. Also quasi 10.000 Credits, aber ich werde die für einen Energieknoten eventuell ausgeben beim nächsten Mal. Oh, der letzte Shop ist gerade erst passiert. Nicht lesbar. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ein weiterer Shop kommt. Was ist Schema Strahlenmunition? Ach, das ist ja schön. Können wir die auch mal kaufen. Ich hoffe, ich habe keine Munitionsschemata bereits verpasst. Ey, ohne Witz, warum liegt hier so viel Munition? Und so Zeug halt. Heilung haben wir, glaube ich, eben auch schon gefunden. Das heißt doch selten was Gutes. Ihr könnt mir doch kein einziges Spiel zeigen, in dem man quasi einfach nur mit Munition und Heilung zugeballert wird, weil das Spiel meint, ach, wisst ihr was, ich möchte meinem Spieler jetzt einfach mal was Gutes tun. Nee, das heißt meistens nur, damit ihr euch später nicht beschweren könnt. Für den bevorstehenden krassen Bossfight. Oder was auch immer. Bosse an sich gibt es ja hier nicht so wirklich. Was war das? Na, guck mal. Die Viecher. Hallo, hallo. Oh wow, der ist mächtig, der Ripper. Einfach zerteilt. Krass, ich liebe den Ripper nach wie vor. Ist irgendwie gebufft worden? Keine Ahnung. Patch Notes, anyone? Was liegt denn da? Achso, das ist einfach nur so ein Speer. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen Heilung benutzt. Damn. Wir müssen das Kreissägengeräusch jetzt leider ein bisschen ertragen.
Aber es kam keine Musik bei den Viechern hier, möchte ich lieber nochmal anmerken. Oh Gott. Oh, Ripper, Ripper. Oh, ist ja so toll, Leute. Ich liebe es. Weil man echt nah an die Viecher rangehen muss. Aber er funktioniert. Und wenn er ganz schön eklig ist, wenn man es mal ganz genau nimmt. Aber er ist effektiv. Bah, Alter, guckt euch mal die Fresse von dem an. Mal wieder. Der Kiefer steht voll hervor. Da sind die gerade rausgekommen, ne? Ist die Frage, ob da noch mehr rauskommen. Nehmen wir das einfach mal mit. Platzt das jetzt vor mir? Ey, das ist so, ey, das ist echt die Ruhe vor dem Sturm. Mal wieder, wie so oft. Da fängt ganz schön viele Ripper-Munition. Was mir zu gefallen weiß. Genau, wir haben ganz schön viel Muni gerade, oder? Von allem so. Ja. Nach wie vor. Ein Plasma-Cut hat ironischerweise nicht... Wobei doch, 620, das reicht. Das reicht dicke. Holy, bist du hässlich. Oh Gott, du bist A-Hammond, oder? Da, Sieg. Oh, ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche eine andere Waffe, sagte ich. Weil, hey, das hat gerade gut geklappt. Oh Gott. Ich treffe nicht, oder? Oh, ich bin gleich so tot, Leute. Hab ich geschafft? Oh Gott, nee, nicht die schon wieder. Ja, freudiges Schwätzen. Oh Gott. Ey, die Waffe ist echt gut dafür. Und wie die gut ist. Ich brauche nur einen einzigen Schuss für die alle. Mir kann niemand sagen, dass der Ripper nutzlos ist. Der Ripper ist immer noch großartig. Bruder, komm mal doch her. Yeah, wo kommt der denn her? Out of nowhere. So, aber ich brauche auch noch ein bisschen Zeit zum Nachladen hier, ne? Möchte ich mal anmerken. So, oh. Hauptsache, ich gehe erstmal wieder 10 Kilometer vom Monitor weg, ey. Das war effektiv. Und das dürfte jetzt ganz schön viel Stuff bringen. Die alle nochmal Platz zu machen. Upsala. Was? Oh, hey. Beine. Oh, muss ich nicht mal. Eieieiei. Trotzdem ganz schön viel Zeug hier. Guckt euch das mal an. Okay, das war bisher erstaunlich entspannend. Also im Vergleich zu vorher. Also ich glaube, nach den Stalkern schockt mich so schnell nichts mehr. Oh, so viel Zeug, Leute. Krass. Boah. Ja, das war echt eine gute Ausbeute. Also für so wenig Schuss, die wir da verbraucht haben, kann ich gar nicht gleich nichts mehr tragen, wenn es so weitergeht. Boah, guck dir das mal an. Nice. Das war von Erfolg gekrönt. Loot everywhere. Okay. Brrr. Also wir merken uns, für diese kleinen Psychokinder ist der Ripper auf jeden Fall echt mächtig. Oder für einzelne Nekros. Muss ich mal schauen, wie es wird, wenn ich mehrere auf dem Feld habe. Also gerade eben zum Beispiel für die Situation, als das Vieh uns da gepackt hat, war der Ripper nicht so gut. Hat jedenfalls das Gefühl. Wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, das ist eine Klinge, die vor einem rumschwebt. Da ist nichts mehr. Aber ich höre hier noch irgendwelche Sachen schnaufen. Ich soll da hoch, dann gehe ich natürlich rechts hoch. Guck mal, da ist was. Na komm.
Ja, der lebt noch. Das hätte auch ins Auge gehen können. Der kam ganz schön nah. Oh, wow. Hi. Überlegt jetzt mal, einen Schuss nur brauche ich dafür und diesen Dreck kaputt, wenn ich es nicht total versaue. Hinter mir, oder? Oh Gott, okay, jetzt ist der, kommt der große Test. Mehrere auf einmal, geht das auch? Na, ja, vielleicht nicht so gut. Hätte ich da angekotzt oder stehe ich in irgendwas drin? Ih, was ist los? Ich kann mich kaum bewegen. Okay, wenn zu viele auf Gegner auf einmal sind, ist der Ripper vielleicht nicht so geeignet. Boah, kann der weit spucken. Das ist ja ätzend. Literally. Ist noch was für mich? Nein. Okay, merke, der Ripper ist gegen eine gewisse Gegnergruppe auf jeden Fall sehr effektiv. Ich höre hier aber noch mehr. Da unten. Wo kommt der denn her? Oh, ich bin so ein Ziel. Achso, ich schieße die ganze Zeit gegen den dummen Zaun. Ups. Und ich wundere mich gerade schon. Was, mein Freund, willst du mir gerade sagen? Hä? Da oben. Oh Gott. Ja. Ich habe gerade ziemlich viel wertvolle Plattformmunition. Ich habe die ganze Zeit, weil ich habe da unten gezogen, die ganze Zeit vor dem Zaun geballert, wie so ein Trottel. Weil guck mal, wenn ich so schieße, aha, natürlich treffe ich logischerweise nicht da, wo es hinzielt. Dorkomaru strikes back. Aber hey, da liegt Plattformmunition direkt wieder. Egal. Ripped Zaun. Genau. Aber dass sich der Umweg jetzt noch gelohnt, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles in diesem Raum. Was ist das denn? Ah, das ist ein Stalker, oder? War das nicht schon wieder so ein Stalker? Nee. Also ein kaputter Stalker ohne Beine. Oh, das war wieder so ein Vieh. Ganz viel Hass für euch. War das jetzt ein Teaser für mich nach dem Motto, oh, rat mal, was gleich wieder passiert. Ey, das ist der Marker. Oder eine Nachbildung davon eher. Wäre ein bisschen weird, wenn hier einfach der Marker rumstehen würde. Ich weiß nicht, ob es ein Fortschritt für Isaacs Psyche ist, dass er sie nur noch hört und man nicht mehr sieht mittlerweile. Wobei man das vermutlich kaum so sagen kann. Heieiei, okay. Puh, das läuft doch eigentlich ganz gut bisher. Wenn ich gerade schon wieder vergessen habe, wo wir eigentlich hin müssen. Also, warum wir da hingehen, wo wir hingehen, so sage ich es mal. Dana, sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Ah, okay. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Zur Spitze der Kirche. Also ich bin gespannt, wo es dann hingeht. Ob wir dann wirklich noch ganz woanders hinfliegen. Aber wie ich das Spiel kenne oder wie ich Dead Space generell kenne, wird wahrscheinlich irgendwie das Shuttle explodieren von Viechern. Ich hab doch gesagt, irgendwann wird was in den Fahrstuhl kommen. Natürlich, gerade in diesem Moment habe ich das erste Mal die rechte Hand nicht am Controller gehabt. Du Wurst.
Ah, das sieht nach Finalstimme aus. Sieht einfach ein verdammter Dead Space. Ein Necromorph einfach in den Fahrstuhl kommt. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's aber erstmal für heute mit Dead Space 2. Beim nächsten Mal machen wir weiter und mal schauen, ob sich meine Vermutung bewahrheiten wird. Bis dann. Ciao.